Liebherr ist im Bereich des Spezialtiefbaus Komplettanbieter und verfügt mit seiner modernen Drehbohrgeräteserie über Hochleistungsmaschinen im Bereich von 180 bis 510 kN/m Drehmoment. Bei der Entwicklung der LB-Serie wurde auf keine bestehende Plattform zurückgegriffen, sondern unter Berücksichtigung der schwersten Anforderungen an moderne Drehbohrgeräte ein völlig neues Konzept verfolgt. Dies ermöglichte die konsequente Umsetzung eines Baukastens. Die beiden Drehbohrgeräte LB28 und LB36 setzen sich dabei im Bereich des Oberwagens, der Kinematik sowie des Mäklers aus Gleichteilen zusammen und unterscheiden sich lediglich in den für die Größenklasse bestimmenden Komponenten. Die Grundkonzeption der LB-Serie ermöglicht dank Parallelkinematik einen großen Arbeitsbereich. Durch die Montage aller Winden direkt am Mäkler erfordern Mäklerverstellungen keine Seilbewegungen. Zudem befinden sich die Winden so im unmittelbaren Sichtbereich des Fahrers. Die stabile Ausführung des Mäklers und die robuste Kinematik sorgen für ein Höchstmaß an Stabilität. Für den Anwender bedeutet dies einen verminderten Verschleiß und dadurch eine höhere Lebensdauer. Beide Maschinen basieren auf dem gleichen Oberwagen mit einem 390 Kilowatt starken Liebherr Dieselmotor der neuesten Generation. Bei sich wiederholenden Arbeitszyklen im Spezialtiefbau kommt dabei vor allem dem kraftstoffeffizienten Arbeiten eine besondere Bedeutung zu. Als Innovation bietet Liebherr dafür die Motor-Stoppautomatik sowie den Eco-Silent Mode zur deutlichen Senkung des Dieselverbrauchs und der Schallemissionen. Ein wirtschaftlicher Transport ist heutzutage ein zunehmend wichtiger Faktor. Dank ihres geringen Einsatzgewichtes und ihrer kompakten Bauweise lassen sich Grundgerät und Mäkler in einem Stück transportieren. Dies erlaubt ein schnelles und unkompliziertes Versetzen der Geräte und damit einen flexiblen Baustelleneinsatz. Alle Geräte der LB-Serie sind für Bohrverfahren mit Kelly-Stange, Endlosschnecke oder Doppelbohrkopf sowie für Bodenmischeinsätze konzipiert. Das LB28 wie auch das LB36 erreichen dabei Bohrtiefen und Durchmesser, die zu den besten in ihren Leistungsklassen zählen. Für Arbeiten bei begrenzter Arbeitshöhe bietet Liebherr für das LB28 eine Low-Head-Version an. Durch den Einsatz eines speziellen Mäklerkopfes wird eine Gerätehöhe von nur 17 Metern erreicht. Das Seilvorschubsystem mit hoher Rückzugskraft sowie die leistungsstarke Kelly-Winde garantieren ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, selbst bei schwierigsten Bodenverhältnissen und Einsatzbedingungen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, eine Verrohrungsmaschine anzubauen, die über die Bordhydraulik angetrieben wird. Dadurch ist kein externes Antriebsaggregat erforderlich, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Die von Liebherr entwickelten Bohrantriebe der BAT-Serie ermöglichen es, die Leistungseigenschaften der Grundgeräte konsequent in effektive Arbeitsleistung umzusetzen. Das LB28 verfügt über ein Drehmoment von 320 kN/m, das LB36 über 410 kN/m. Die Hauptvorteile des Hydraulikantriebes liegen in der automatischen Drehmomentregelung, der stufenlosen Drehzahloptimierung und vier elektronisch einstellbaren Drehzahlbereichen. Die standardmäßige Kelly-Dämpfung mit Federn und hydraulischen Dämpfern schont das Material und reduziert die Lärmbelästigung. Beide Drehbohrgeräte sind mit der bewährten Litronic-Steuerung von Liebherr ausgestattet. Diese bietet vielfältige Programmoptionen und Assistenzsysteme. Service- und Zustandsinformationen werden übersichtlich dargestellt. Unter anderem bietet Liebherr eine Cruise Control für den Bohrvorgang, eine Joystick-Steuerung für alle Gerätefunktionen, eine Werkzeugabschüttelautomatik und einen Mäkler-Neigungsspeicher. Kombiniert mit der bewährten Liebherr-Qualität und höchster Effizienz sind das LB28 sowie das LB36 verlässliche Partner für schwerste Spezialtiefbauanwendungen.